Hallihallo, liebe Leute, willkommen zu einer neuen fetzigen Folge Ni no Kuni 2. In der letzten Folge habe ich hier, wie heißt der? Ratoleon, ein paar auf die Mütze gegeben. Danach waren wir plötzlich Freunde und haben gegen irgendeinen Drachen gekämpft. Das haben wir auch ganz knapp durchgestanden. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch großartig was an Heilgegenständen und so weiter habe. Das werde ich wahrscheinlich mal aufrüsten müssen. Ja. Zu guter Letzt muss man sagen, ist ihm sein Wächterband geklaut worden von dem bösen Hamna, der Bösewicht, der über allem thront. Der böseste der Bösen quasi. Der ist weg damit. Da weiß ich jetzt nicht, ob es da noch einen Showdown gibt oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall sind wir jetzt so weit, dass wir hier Aldavans Abkommen auch mit Katzbuckel schließen können. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob die Reise da dann schon zu Ende gegangen ist oder gehen wird oder ob es noch weitergeht und Hamna auch noch dran ist. Die Wirkung meiner Mahlzeit lässt nach. Okay, na, die brauchen wir jetzt auch gerade nicht mehr. Let's go, würde ich sagen. Ah, da fällt mir noch was ein. Das königliche Siegel. Du scheinst es im Moment dringender zu brauchen und solltest es bei dir tragen. Thank you. Einverstanden. Hoffen wir, dass das Siegel bald zum wahren König von Katzbuckel zurückkehrt. So, ich habe alle nötigen Vorbereitungen getroffen. Lass uns nun das Abkommen schließen. Let our nations be joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. Ja, den Text kennen wir ja. United we stand as one single land. Den haben wir ja schon ein paar Mal gehört im Laufe der der Reihe hier, des Projektes. And sure enough, Ding Dong Dell began to change from that day forth. No longer did Catkind cower beneath the ground in fear of tyranny. Instead, the Grimalkin stepped out into the sun and saw their brother mice as if for the first time. And the hatred that had divided them for so long melted away like so much snow. Well, perhaps not entirely, but these things take time. Und es ist wieder Kuchentischzeit. Mit dem Kuchentisch. The decoration's finished, Devon. You did it. And we made peace with Mausinger too, which is something. But his king's bond was stolen, and Dolaran really does mean to resurrect the Horned One. So what if he does? You'll be ready to face him. You'll overcome this trial, just like all the others. After all, if you can as good as unite the whole world, you can do anything. You're right. But ja, Hamna ist die große Frage, ne? Der Elefant im Raum. Müssen wir noch ran an den oder nicht? Okay, das Schlimmste steht uns noch bevor, sagt er. Ah, wir speichern. Besser ist. Oh je, da ist er. The time has come. All four King's Bonds belong to me. At last, I shall have my heart's desire. Sieht irgendwie unheimlich aus. Hey, was ist denn los mit dir? Chapter 9. To be a king.
Okay, Kapitel 9 kommt auch noch, ja. Dann werden wir auch noch Hamna besiegen müssen. Roland! What? Was passiert hier? Alles in Ordnung. Seht euch lieber mal den Himmel an. In diese Richtung ist Soran mit seinen Leuten zur Patrouille aufgebrochen. Gosh. Ja, das ist also... Ja, ein Todesstern. Den besiege ich auch noch. Kein Thema, ey. Asunder. Ja, das wäre jetzt vielleicht der richtige Moment umzudrehen, ne? It's the biggest I've ever seen. Oh Mann, ey, und der hat auch noch seine Sidekicks dabei, oder was? Endlich, endlich ist Pandemos zurückgekehrt. Endlich kann ich mein Demeska wieder aufbauen und die Seelen der Bewohner dieser Welt werden mir dazu dienen. Vermehrt euch, meine Untertanen, verleiht meinem Wächterband die nötige Stärke. Je mehr Seelen ich habe, umso mehr Untertanen kann ich mir erschaffen. Ahoy there. Da sind wir wieder. Forgive me. Wir haben euch etwas mitzuteilen. Naja, das meiste sollte ja eh schon bekannt sein. Das Matchbook. Die Welt geht unter, aber da geht's um Ratilda. Jo, in Leute, die ihren Weg gehen, stelle ich euch heute Ratilda vor, die in Katzbuckel ein Land gut verwaltet. Wenn man ihr Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, spürt man sofort ihr Charisma und die Erfahrung, mit der sie den Laden schmeißt. Ihr Traum, einmal den größten Hof der Welt zu leiten. Ah, okay. Könnte sein, dass man die als Dingens anwerben kann. Also für meinen eigenen Hof quasi.
Das wäre natürlich nicht verkehrt. Warte mal, bevor ich den jetzt anquake, will ich mal eben gucken. Okay, ich darf nichts anderes machen. Ja, dann müssen wir uns erst Sorans Bericht anhören. Sonst hätte ich nämlich noch was in meinem Materiallager nachgeguckt. Pandemos wurde also wiederbelebt. So ist es. Wir begegneten ihm im Luftraum über dem Nachtmeer. Ich habe es auf meinem Memorek gespeichert. Das muss man sehen, um es zu glauben. Der Dämonengott Pandemos und ein Stück Land, das ich für den untergegangenen Kontinent Paltera halte, erschienen plötzlich wie aus dem Nichts, oder genauer gesagt, aus der Leere. Das ist Pandemos, der ist ja gewaltig. Ist das Fulong? Nicht nur der, Dranaga, Koloss und Belgrassin sind auch mit von der Partie. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dabei handelt es sich nicht um die wahren Wächter. Vermutlich konnte Hamna mit Hilfe der Wächterbänder Imitationen von ihnen herbeirufen. Es sieht so aus, als ob diese vier falschen Wächter Pandemos in Schutz nehmen. Danach begann Pandemos Lichtkugeln zu absorbieren, die aus allen Richtungen angeflogen kamen. What the? Lichtkugeln? Ja, ich erkläre später, was es damit auf sich hat. Und im nächsten Moment ließ er einen Schwall finsterer Dämonen auf die Welt los. Eine unglaubliche Zahl ergoss sich in alle möglichen Richtungen. Hier scheint man davon aber nicht betroffen gewesen zu sein. Ist ja unheimlich. Now. Ich vermute, die Lichtkugeln, die Pandemos absorbierte, sind Seelen, die er den Lebewesen auf der Welt genommen hat. Irgendwie vermag es Pandemos, die gestohlenen Seelen in Dämonen zu verwandeln. Oh my. Seelen? Erinnerst du dich, wie Hamna den Minister von Katzbuckel in einem lebenden Toten verwandelte? Genau so sieht es aus, wenn jemand seine Seele verliert. Heißt das, da laufen gerade eine Menge Leute wie Untote auf der Welt herum? Können wir denen irgendwie helfen und sie wieder normal werden lassen? Well. Wenn wir die gestohlenen Seelen befreiten, bestünde vielleicht die Möglichkeit, aber mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Sieht so aus, als wäre hier noch niemand ohne Seele unterwegs. Da haben wir wohl nochmal Glück gehabt. Das liegt vielleicht daran, dass wir Remy hier haben. Norman! Wegen mir? Was habe ich damit zu tun? Im Gegensatz zu den anderen Ländern hat dieses Land einen Wächter, der durch ein Wächterband an den König gebunden ist. Ein Land unter dem Schutz eines Wächters kann einiges aushalten. Uiuiui, sieh an, der Herr Wächtergott. Siehste, ich hab's euch doch gesagt. Ich bin eine ganz große Nummer, war ich schon immer. Aber wieso hat Hamna Pandemos eigentlich herbeigerufen? Diese Frage kann ich euch vielleicht beantworten. Majestät. Evan, bitte entschuldige mein plötzliches Erscheinen, aber die Lage ist äußerst prekär. Absolut. Was könnt ihr uns darüber berichten? Now. Ich habe selbst auch Nachforschungen über Hamna anstellen lassen. Vor 2000 Jahren existierte ein Königreich, das den Dämonengott Pandemos als Wächter auserkor, Demeska, und Hamna war dort König. Um sich vor anderen Ländern zu schützen, machten sie sich die Macht des Dämonengottes zu eigen, der fortan ihr Land verteidigte. Das stimmt soweit mit Nias Informationen überein. Doch eines Tages verschwand Demeska, wie vom Erdboden verschluckt. Laut unseren Nachforschungen konnten sie Pandemos nicht kontrollieren und er erschuf eine Zwischenwelt, die sogenannte Leere, die das Land und Pandemos selbst verschlang. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hamna versucht, Demeska in diese Welt zurückzuholen. What? Mit anderen Worten, er will das verschollene Demeska wieder auferstehen lassen?
Deswegen braucht Hamna also die verschiedenen Wächter, um den Dämonengott Pandemos kontrollieren zu können. Dann muss dieses Stück Land, das mit Pandemos aufgetaucht ist, tatsächlich der vor 2000 Jahren untergegangene Kontinent Paltera sein und darauf das Königreich Demeska. Aber wenn Demeska schon wieder in dieser Welt ist, wozu braucht er dann noch die Seelen? Dadurch gewinnt er unzählige Untertanen und Pandemos wird noch mächtiger. Um sich mit einem Dämonengott einzulassen, braucht es eine Menge Ehrgeiz. Hamna wird sich mit der Wiederbelebung Demeskas nicht zufrieden geben, das ist sicher. Er stiehlt die Seelen der Bewohner dieser Welt und macht sie zu Untertanen Demeskas. Ganz eindeutig strebt er die Weltherrschaft an. Die Weltherrschaft, das werde ich nicht zulassen. Ja. Wie können wir dieses Monster bloß aufhalten? Pandemos ist viel größer als alle Wächter, mit denen wir es bis jetzt zu tun hatten. Eine Möglichkeit gibt es. Das heilige Schwert, das Pandemos vor 2000 Jahren in die Verbannung schickte. Ein heiliges Schwert? Leider konnten wir keine Informationen zum Verbleib des Schwertes finden. Aber bis Pandemos zu seiner vollen Stärke zurückfindet, wird es sicher noch eine Weile dauern. Ja dann. Wir haben also noch etwas Zeit, das heilige Schwert in unseren Besitz zu bringen. Und dann können wir Pandemos besiegen. Aber wir wissen ja nicht einmal, wo sich das Schwert befindet. Noch dazu ist alles von vor 2000 Jahren, was nicht in Stein gemeißelt wurde, mit Sicherheit längst verblasst und verwittert. In Stein. Denkst du, was ich denke, Evan? Na klar, auf zu Irmas Archiv. Aha. Gute Idee. Irma hat ja immer behauptet, dass sie Dokumente archiviert hat, die tausende von Jahren alt sind. Ihr habt einen Plan, dann werde ich aufbrechen und den Königen der anderen Länder von der Situation berichten. Wir werden die nötigen Vorbereitungen für den Kampf gegen Pandemos treffen. Eure Aufgabe ist die Erlangung des heiligen Schwertes. Verstanden. Nun denn. Let's see now. Okay, da gibt's was im Matchbook. Seit dem Putsch habe ich mich als fahrender Händler in den Windschlangenklippen irgendwie durchgeschlagen. Aber jetzt, wo sich die Lage wieder beruhigt hat, werde ich in meine Heimat zurückkehren. Ihr findet mich von jetzt an im Stammhaus des Auftragsexpress in Katzbuckel. Mhm. Cool, 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 cool. So, ich will mal eben speichern. Weil speichern ist gut. So, und dann schaue ich mal gerade. Mein Gott, ich habe wieder einen Frosch im Hals. Dann gucke ich nochmal eben in mein Lager. Ja, in die Königskasse sowieso. Da muss ich öfter mal reingucken und Kohle abheben. Es wird nämlich immer... Es hat so eine Deckelung bei 5000. Voll dumm. Was ist eigentlich, wenn ich das ausbauen will? Ein Einfluss von mindestens 2... Okay, habe ich nicht. Hä? Einfluss habe ich genug, Königreich mindestens Rang 2. Oh, Mist, warte. Ah, hier kann man auch die Königskasse erweitern. Aha. Mindestens 50 Talente, mindestens 35 Einrichtungen gebaut, okay. Aber die Königskasse an sich, die kann man ja easy erweitern, wenn ich jetzt nochmal erweitern will. Kostet das 10.000, okay, da habe ich noch nicht genug für. So, Materiallager, was haben wir da denn jetzt so? Ah, glattes Holz. Genau, das brauche ich nämlich für eine Nebenquest.
kann sich das Lager jetzt auch wieder füllen. Wie kann man das eigentlich erweitern? Geht das irgendwie? Ich weiß nicht. Okay, abgeschlossene Forschung vorhanden. Ich gehe nochmal rein. Warte mal, hier kann man noch Rüstung erforschen. Genau, die Knuffikunde war da noch, ne? Okay, dann kriegt man nämlich erst den Einfluss. Insofern ist das schon ganz gut, wenn man da nochmal hingeht. So, aber jetzt habe ich doch immer noch irgendeine abgeschlossene Forschung. Das ist ja nervig. Aber ich wollte mal kurz gucken. Sorge, Scheitel, glattes Holz. 3 von 5, okay, dann brauche ich noch 2. So, ich habe noch irgendwo abgeschlossene Forschung. Warte, die muss ja eigentlich sofort erkennbar sein, oder? Ja, da wird erforscht. Nee, das ist es nicht. Ah, sonst ist hier doch nichts. Ah, keine Ahnung. Okay, irgendwas Archiv. Ja, in Goldorado. Okay. Das ist diese witzige Frau, das wird bestimmt cool. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn die werde ich jetzt mal etwas zeitiger beenden, nach den ganzen Nachspielzeiten, die ich eingelegt habe in den vergangenen Folgen. Da machen wir jetzt hier den Cut. Denn jetzt noch nach Goldorado zu reisen, ich glaube, das macht keinen Sinn mehr für die halbe Minute, die wir eigentlich nur noch haben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann seid gerne in der nächsten Folge wieder mit von der Partie. Bleibt bis dahin gesund und froh und auch munter und haut da rein.